Ist mal wieder Zeit für was Kreatives. Wie wäre es mit einem Surf and Turf Cupcake von Beefer? Wie das Ganze funktioniert und was wir dafür Zutaten brauchen, zeigt euch jetzt die Anni. Folgende Zutaten brauchen wir für erstmal die Cupcakes für den Teig. Und zwar brauchen wir hier eine Tasse Dinkelmehl, eine halbe Tasse Weizenmehl, eine Tasse geriebenen Käse nach Wahl. Ich habe mich jetzt hier für Gouda entschieden. Ein Päckchen Backpulver, einen Teelöffel Pfeffer, einen Teelöffel Salz, einen Teelöffel Zucker, ein Ei, eine Dreiviertel Tasse warmes Wasser und ca. 20 Gramm geschmolzene Butter. So, verrühren wir jetzt erstmal diese Flüssigzutaten. Die 20 Gramm Butter habe ich bereits schon geschmolzen. Dann kommt das Ei dazu. Das verrühren wir jetzt grob ein bisschen. Und dann kommt auch schon das lauwarme Wasser dazu. Das verrühren wir jetzt alles. Dauert einen Moment und dann geht es gleich weiter mit den Trockenzutaten. So, kommen wir jetzt zu den Trockenzutaten. Die geben wir jetzt alle einfach komplett in eine Schüssel. Wir rühren das ein bisschen. Und dann geht es schon weiter mit den Flüssigzutaten. Die geben wir jetzt Stück für Stück hier mit unter. Und verrühren das jetzt komplett. Ja. So, wenn der Teig dann so aussieht, geben wir jetzt nur noch den Käse dazu und mischen den auch noch unter. Und dann geht es gleich weiter mit den Muffinförmchen. So, jetzt werden nur noch die Muffinförmchen befüllt und dann, das reicht jetzt, also die Teigmenge reicht für 9 Stück und dann wandert das komplette Blech bei 160 Grad Umluft für 15 bis 20 Minuten, je nachdem wie euer Ofen mitmacht, in den Backofen. So, und was wäre ein Cupcake ohne Creme obendrauf? Jetzt kommt die herzhafte Variante. Hier sind jetzt 300 Gramm Frischkäse drin. Dazu kommen dann noch 100 Gramm Sahne-Meerrettich. Und da drauf eine ordentliche Prise Pfeffer und Salz. Und dann wird das nur noch zusammengerührt, bis es eine schöne, geschmeidige Creme ergibt. Und dann wäre die Creme für den Surf and Turf Cupcake schon fertig. Die Anni hat euch ja vorhin gezeigt, wie das geht mit den Cupcakes. Die, das kann ich euch schon sagen, die gehen wunderbar auf. Was wir natürlich noch brauchen für einen Surf and Turf Cupcake ist ein Steak. Das ist jetzt hier ein Ribeye Steak vom Oma Beef aus der Beefbox. Dann brauchen wir Knoblauch, Rosmarin, Butter. Ich habe jetzt hier 18 Riesengarnelen, mein Lieblingssalz und das war's auch schon. Und dann geht es jetzt an Beefer weiter. Der Beefer heizt jetzt vor. Ich salze im Prinzip jetzt nur von einer Seite bzw. von beiden Seiten jetzt das Steak und während der Beefer dann jetzt halt auf seine Temperatur kommt von diesen 800 Grad Oberhitze, grille ich das jetzt soweit an den Beefer an. Das brauche ich euch jetzt nicht so großartig zeigen, weil er macht seinen Job und zwar perfekt. Und wenn es dann weitergeht, sehen wir dann bei den Garnelen. So, ich schiebe den jetzt hier oben rein und wie vorhin erklärt, der Beefer macht seinen Job. Jede Seite eine Minute und dann lege ich es dann oben auf den Beefer zum Nachziehen. Und das passiert nach einer Minute. Ich drehe es jetzt und die andere Minute erspare ich euch. Wir haben jetzt die untere Schale von dem Beefer einfach mit rausgenommen. Die ist jetzt schön warm, da ist das Fett jetzt von dem Steak noch mit drin. Da verteilen wir jetzt halt die
18 Riesengarnelen und dann geht es am Biefer weiter. Den Biefer habe ich jetzt von der Rosthöhe her runtergedreht, damit die Garnelen nicht direkt die Flamme oben berühren. Schiebe ich jetzt hier rein und das dauert jetzt maximal auch eine Minute und dann gucken wir nach und dann drehen wir sie. Das ging jetzt doch schneller als erwartet. Das sind jetzt keine 40 Sekunden gewesen und schaut mal her, wie die aussehen. Perfekt. Ich drehe sie jetzt um und dann geht es am Brett weiter. Was ich jetzt als nächstes mache, sind hier so kleine Butterflocken. Die habt ihr ja bestimmt vorhin schon im Hintergrund gesehen. Hier so überall so ein bisschen verteilen. Und der Biefer läuft übrigens jetzt nur noch auf halbe Kraft. Falls ihr euch jetzt fragt, hör, die sehen gar nicht aus, als wenn sie umgedreht worden sind, sind sie doch. Und zwar hier sind jetzt hier nicht mehr die aufgepoppten. Das heißt, ihr seht halt schon, wie warm der Biefer ist. Da wird nämlich gleich die Unterseite mitgemacht. Als nächstes kommen halt Rosmarin. Zweige, die kommen damit dran. Und ich habe halt vorhin schon den Knoblauch ein bisschen klein geschnitten. Die kommen da auch mit dran. Und das Ganze wird dann jetzt so im Biefer nochmal aromatisiert. Was ich natürlich auch noch vergessen habe, ist eine ordentliche Prise Salz. Die gebe ich jetzt hier mit rüber. Und jetzt geht es endlich wieder an den Biefer. Als nächster Schritt ist halt, wie gesagt, der Biefer wieder dran. Der Biefer habe ich jetzt halt runtergedreht und die Schale kommt jetzt einfach nach ganz unten, hier unten rein. Und da warten wir jetzt halt, bis sich die Butter auflöst und das Ganze dann dadurch so aromatisiert. So, was ich jetzt auf jeden Fall nochmal mache, und zwar das Ganze nochmal umrühren, damit die Aromastoffe halt wirklich überall dran kommen. Und dann kommt das da unten nochmal, ich sage jetzt mal, für eine weitere Minute unten in den Biefer rein. So, es wären ja keine Cupcakes, wenn die Creme da nicht drauf kommt. Damit ihr die so schick hinbekommt, da bräuchtet ihr eine Sternentülle und einen Spritzbeutel. Wer keinen Spritzbeutel hat, ich habe jetzt hier einfach so einen Gefrierbeutel genommen, hier so eine Sternentülle vorne reingesteckt. Und jetzt machen wir den dritten auch noch mit der Creme, bevor ich dann weitergebe an meinen Mann Tobias. Und er zeigt euch dann, wie es weitergeht. Das Steak ist mittlerweile dann jetzt auch fertig gezogen und zwar perfekt auf den Garpunkt, so wie ich es wünsche oder beziehungsweise wie ich es halt gerne möchte. Zeige euch das gerne nochmal im Sonnenschein. Kaum übergarter Rand, schöner rosa Punkt. Davon schneide ich jetzt Tranchen runter für die Cupcakes gleich. Die Garnelen habe ich jetzt dazugesellt und jetzt heißt es, den Cupcake zusammenbauen. Beginnen wir dann jetzt mit dem Zusammenbauen. Hier hinten seht ihr schon, wie die ungefähr aussehen sollen. Ihr braucht auf jeden Fall Spieße. Jetzt nehmen wir eine Garnele, pieksen die ungefähr so auf, direkt durch die Mitte. Nehmen danach noch die nächste und die stechen wir genau in anderer Richtung auf, beziehungsweise so, dass sie dann halt quer zur anderen steht. Nehmen dann zwei Steakstreifen. Pieksen die dann auch direkt hier oben in die Mitte rein. So, Rosmarin kann runter. Bisschen auseinanderziehen. Dann kommt das auf den Cupcake drauf. Wieder so. Und dann sind die Cupcakes fertig. Das war ja der Surf and Turf Cupcake vom Biefer in Zusammenarbeit mit Anni. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir wie immer einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es eh noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr genau unter mir. Wo ihr dann Annis wunderbare Backwelt findet, verlinke ich euch auch unten drunter. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.